Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit Smitty und Wider. Oh. Wir sind Moin, moin. Hier am Anfang des südlichen Dschungels. Haben wir nochmal so eine Butze hier entdeckt. Und zwar die sandgepeitschten Ruinen. Guck mal, bei mir sagt er noch gar nichts. Doch jetzt. Und die Sandbestien. Und die Sandbestien. Habe ich da mit der Spitzhacke draufgehauen. Okay. Innen drin sieht es sehr stürmisch aus. Sieht wirklich sehr stürmisch aus. Eigentlich wollten wir ja nochmal den unteren Teil des Dschungels erkunden. Aber das lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Rechts wir oder links? Kurz, schauen wir mal kurz rein. Rechts diesmal. Das ist aber auch rechts gelaufen. Ja, eben. Aber ich glaube, das ist nur ein Weg einmal rum. Jetzt wird's düster. Ja, einmal rum und dann geradeaus weiter. Oh. Oh. Das sieht mir nach Set aus. Den Gott. Die Schlangenmäßig, so sieht's bei mir jetzt auch aus. Ja, tatsächlich. Hm. Dann geht ihr mal ruhig vorher durch diesen Sand. Passiert nichts. Da ganz hinten steht wer. Aber schon mit dem reden, ne? Petruso, der Sandsturmverrückte. Oh. Mit ihm denn los? Er ist ein Kämpfer. Kaufen. Jetzt der Sander. Eventually a man happened along and said, "You mad fool, what are you doing in this sandstorm?" Die Fragmente, die hätte ich zu Hause in der Kiste liegen. War damit die Geißel dann geißeln können, wenn wir so einen Geißelstein haben? Aber das ist das, achso, so ein Geißelstein, ja. Gute Frage. Singing, stinging, ach, vielleicht ist das der Schlüssel, nee, der Schlüssel. Ja, hätte ich jetzt gedacht. Aber der war doch in der Ruine, oder? Ja. Wir müssen nochmal gucken, wir wissen jetzt, wo wir ihn kriegen. Falls wir es das ist. Lands. Reptile lands. Exiled reptile defiled. Petruso. Beware of inclement weather. Mach's gut, Petruso. Naja. Ist auch nicht so leicht drin, ne? Der Arme. Nee, ne? Kriegt bestimmt nicht so häufig Besuch. Dann nicht in so eine schäbige Bude ziehen. Was zieht denn an den Lecken? Und knirscht zwischen den Zähnen. Naja. So, dann Mission Dschungel. Mal in Angriff genommen. Jo. Hey. Ah. Was denn? Ja. War das schon alles im Griff? Da hinten wäre es vielleicht auch irgendwie hochgegangen. So hinter uns quasi. Aber egal. Ach, du meinst da einen, ne? Einmal durch, oben oder was? Ja. Ja, könnte sein. Ja, da kommen wir von da unten rein. Aber wir wollten ja am Fluss lang. Ja. Richtig. Herzlich willkommen im Dschungel, oder? Herzlich willkommen im Dschungel. Ist die Frage, wo gehen wir zuerst denn? Gegenüber wäre eine Möglichkeit. Die Insel, oder gehen wir erst hier am Fluss lang bis unten runter, oder? Ja.
Speer ja dafür, möglichst bald zum Obelisken zu kommen, damit wir ein bisschen leichter werden. Ja, richtig. Und der ist ganz am Ende hinten bei dieser großen... Ja, oberhalb, ne? Habe ich schon gesehen. Also, großes Gebäude ist da hinten. Bevor du da hinkommst, ja. Also gehen wir jetzt erst oben rum dahin? Das wäre ganz gut, ja. Okay, dann müssen wir ja hier irgendwie rüber, ne? Über den Fluss. Muss man noch ein Ründchen schwimmen. Oh, hier geht auch ein Weg hoch. Den nutzen wir doch gleich. Ist mal gut, wenn ich vor mir keinen sehe, drehe mich um und dann seid ihr schon an mir vorbeigelaufen. Ja, genau. Der Fallenpass. Na, geht's doch gut los. Geht dir doch vor, bitte. Ja, ja, natürlich. Wenn ich in Flammen aufgehe, dann sammelt meine Sachen ein. Dann kann ich nicht. Bin schon zu schwer. Jetzt haben wir die Foundations wollte aber haben wollen. So, Was sie geradeaus zum Wasser und das folgen wir dann. Ja. So, fürs Erste. Jetzt Midi erstmal wieder hier den Führer. Wenn wir Salamander sehen, dafür brauche ich den Kopf. Guck mal. Das hier ist das. Sowas. War das Kroko? Das ist auch ein Salamander. Ja, dann. Knüppel mal die Drüsen aus ihm raus. Der hat einen Kopf. Auch Smitty. Ja, hat er doch da hinten, oder? Nee, hab ich keinen bekommen. Achso. Aber jetzt sind die Köpfe aber nicht so gut. Das ist ein Vogel, weil es den hier auch. Und den wollte ich auch. Ganz schön Dschungeltiere brauche ich. Alle Köpfe. Mal los. Von dem anderen auch, weil der ist ja grün. Da ist noch ein Salamander. Wenn das denn einer ist. Aber sieht wohl so aus. Heute kommen die Köpfe nicht so gut. Was ist denn hier der Köpfer? Kommt da schon. Ja, ich habe auch noch einen. Gibt's da nicht. Ist doch die falschen Tiere? Nee, das sind die richtigen Tiere. Ja. Also laut dem, was du lernen kannst, sind das die richtigen. Aber ich weiß nicht, warum die Köpfe jetzt hier nicht kommen. Aber bei der Hyäne muss ja auch ewig darauf rumprügeln. Okay. Wenn endlich mal einen Kopf hatte. So. Ah ja, okay. Da drüben waren wir schon. Da drüben waren wir schon. Letzten Dschungeltour. Oh, mal schauen, was hier noch so zu entdecken gibt. Könnten wir hier durchgehen wollen, geradeaus? Ja. Ja, weil am. Schwimme hier mit euch. Stach. Das ist ein normales Kroko hier. Das ist ein normales Kroko. Hast du was entdeckt eben oder? Nee. 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 Achso. Ich dachte, hier gäbe es irgendwie was. Links von uns müsste bald irgendwas sein. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen. Das ist ja ein bisschen versteckt in dem Berg. Da bestimmt mal einmal außen rumlaufen. Wird ihr denn von mir dauernd?
Ach, da oben, ja. Da ganz oben auf der Spitze, oder was? Ne, wenn du die Karte guckst. Zeltas Kreuzung. Da ist links von uns so ein großes Gebäude. Ach so, ja. Wenn wir jetzt irgendwie da oben mit dem Baum, da könnten wir wohl rüberkommen über die Dinger. Müsste wohl aber erst hier einmal außen rumlaufen, bestimmt. Bestimmt. Wird's denn schon wieder dunkel hier oder was? Hier geht's nicht weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Dann bestimmt geradeaus da, in dem Weg. Ah. Ja. Da ist auch was zu lesen, so wie das von hier aussieht. Ja, ich habe die Befürchtung, es wird schon wieder dunkel. Dann lesen wir mal was. Hold, Bonded One. For you, this path leads only to trouble. Was? Your people dwell in the swamps, but to cross the curse wall is death. Understand the wall was built to power the bracelets, to give sorcerers power when far from home. But your betrayal forced our hand. Now the wall is a barrier, and only those with permission may pass. Your kind. Ja, stimmt wohl. You are trapped within these lands. Der durchläuft, stirbst du. It was our ultimate defense against the treachery of your kind. Do not go east. Oh. War nochmal klare Ansage hier zum Schluss. Wir sollen nach Osten gehen, hat er gesagt, ne? Ja, ja, glaub auch. Unbedingt. Unbedingt bitte. Aufpassen vor grünen, schillernden Wänden. Na, wir sind hier mitten auf der Karte irgendwie, oder? Ja, wir laufen jetzt woanders eigentlich hin, wo wir wollten. Aber ach ja, stimmt. Auch. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Laufen wir ja fast schon. Naja, wird schon werden. Wir wollten ja eh zum Obelisten. So ist es. Ja, da müssten wir uns noch ein bisschen nördlich dann halten. Mir doch mal so einen Kopf her, Mensch. Soll ich mal sagen, dass es hier sowas von finster ist? Oder? Geradeaus sind ein paar Treppen, da ist auch ein Gebäude. Vielleicht geht's auch einfach nur da lang, das kann natürlich auch sein. Bürgerchen, hast du schon grün? Nee, grün brauche ich noch. Brauche noch alle. Geben ja keine Köpfe hier. Tor des Mondes. Tor des Mondes. Immer hier. Und hast du einen Kopf gekriegt? Nein. Aber nicht. Weiß ich nicht, was denn los ist. Vielleicht habe ich keine Lust mehr. Meine Sammlung noch vervollständigt werden. Schauen wir mal noch. Bitte. Vielleicht nehmen wir erstmal was Kleineres, ein Gorilla oder so. Vielleicht sollten wir auch mal warten, bis es hell ist, ob man hier einen Weg irgendwo dann nördlich findet. Hier, da sieht es zum Beispiel so aus, als würde da ein Weg lang gehen. Ja, ich denke, dem müssen wir folgen, dass wir da hinkommen, wo der Obelisk ist. Da kommen wir ja in dieses Vorgebäude hier, dieses große. Wo jetzt im tiefschwärzester Nacht eine Entdeckungstour machen, jetzt auch nicht unbedingt eine unserer besten Ideen ist. Da gebe ich dir wohl recht, vielleicht sollten wir einfach kurz... Wir machen ein kurzes Päuschen. Picknick machen. Ja. Und dann geht's gleich weiter. Nein. Dumm gemacht. Nein. Ich bin hier hochgeklettert. Und? Er hat natürlich mal wieder kurz vorm Ende die Ausdauer nicht erreicht. Aussehen hilft. Na, wenn wir jetzt den Weg geradeaus gehen, hinter den Gebäuden vielleicht links, den Weg folgen und dann kommen wir da oben schon hin. Ganz einfach. Auch extra so gemacht, dass man es nicht schafft. Glaube ich. Hey. Nicht hauen. Ja. Ja, jetzt habe ich.
Hast du was gefunden? Gerade erst oben angekommen. Oh ja. Tatsächlich. Was denn? Über dem Tor des Mondes quasi ist also ist relativ gewaltig hier oben. Es war so ein Türmchen mit vier Ausgängen, aber ansonsten leer. Ach so. Kann man auch nichts entdecken, also war der Weg umsonst. Dann geht's ja. Klettertraining. Ja, so eine Plackerei hier. Nix und wieder nix. Wollen wir mal weiter? Oh. Wenn mal alle da wären. Ja. Müssen wir nur kurz warten, bis wir Knochen knirschen hören, dann. Oh, ich kann mich noch kurz vorher festhalten. Welche Richtung muss ich denn jetzt? Östlich vom Tor des Mondes. Ja. Seid ihr schon weitergelaufen? Nein, wir stehen noch da, wo wir eben auch standen. Beunruhigt mich. Hallo. Ah, da kommt er ja. Alles klar. Ui, ihr jagt ja ein Gebäude, das nächste. Wo ist denn das hier? Ein grauer Vogel oder was? Mhm. Ist das ein Chef? Nee. Nee. Brauche ich aber auch den Kopf, wenn es geht. Damit deine Sammlung vollständig wird. Ja, mal was. Ja, sag's nicht mir, sag den Vögeln, ihr sollt mal die Köpfe fallen lassen. Aber die wollen nicht. Hier so. Straße der Sonne. Oh, jetzt los. Gorilla. Wow. Nehme ich den Kopf aber auf. Dann bedien dich mal. Gucken, ob ich jetzt hier wenigstens den Kopf kriege. Die Straße der Sonne. Scheint noch nicht hier ausgereift zu sein. Geben nichts her. Müssen wir erst so einen Gorilla in die Wüste locken oder was? Ich weiß nicht, warum wir nichts hergeben. Ich probiere es noch einmal, dann ist ja Schluss mit Köpfe jagen für heute. Noch einer. Guck mal, der hat mir in den Arsch getreten. Nee. Nichts. Keine Köpfe. Warte mal, ich hab meine Axt nicht mit. Okay, ich warte. Na, dann mache ich mich mal kurz ein bisschen leerer. Warte mal kurz. So viel Fleisch dabei, das braucht kein Mensch. Federn brauchen wir davon eigentlich welche? Ich hab ein paar in der Kiste liegen, aber so viele habe ich jetzt noch nicht gebraucht. Wenn du dir mal wieder ein Kissen machen willst, dann haben wir auch so ein paar Federn. Ja, sind ja eh keine Bogenschießer hier. Ein bisschen behalte ich mal an dicke Haut, das geht ja. So. Noch so ein Gorilla. Wo gibt's denn hier eigentlich die Schwarzlotusblüte? Siehst du auf der Map, wo das Punkt ist, die vergessene Stadt von. Da sind wir ja gerade. Ja genau, aber der Punkt ist ja woanders gesetzt. Oh, wer ist denn das hier? Halt, wer denn? Ja, er hier bei mir. Oh, wer ist er denn? Weiß ich nicht, da stand er einmal neben mir. Kleiner Affe, kleiner Gorilla. Wir sind ungesund aus. Warte, da guck ich mal, ob ich da den Kopf kriege, vielleicht von ihm hier. Jo, grau Affenkopf. Geht das doch. Ist der. Haben jetzt wir hast schon du einen Lauf, hier liegt nur ein Gorilla, komm. Ne, der davon gibt's ja keinen, es gibt nur Grauaffe, ich dachte, das wären ach so. Die. Gut, dann ist kein Wunder hier. Ja, aber die Vögel müsste ich eigentlich kriegen, aber vielleicht gibt's auch noch andere Vögel. Wäre möglich, was denn, wollen wir hier mitten reinstürmen gleich, oder wie? Warte mal. Ja, wir müssen noch geradeaus durch. Geradeaus und noch ein bisschen links, ne? Genau, und dann gibt's gleich einen Weg rechts hoch zum... Oh. Obelisten. Was denn? Ja. Ja. Okay.
Wir müssen nur eine andere, genau, da lang. Der Affen ohne Ende hier. War das hier schon hoch oder müssen wir noch weiter? So, hier ja. Irgendwie und dann rechts. Nur hier hoch, ne? Ja. Genau, hier hoch. Ja, hier. Wir noch weiter links. Ja, wir müssen gleich am Boden, da vorne geht der Weg hoch, ja. Okay. Ja, da ist er. Mein Panther. Ja gut, Obelisken haben wir schon mal. Stellen wir gleich nochmal ein, um unseren Kartenraum zu vervollständigen. Dann, ja, ich mache ja schon. Haben wir auch gleich noch einen dabei, ein paar Foundations, wo wir den draufsetzen können. Irgendwo hier, wo es halbwegs passt von der Größe her. Hier oben ist noch das Auge. Von Dagon. Ah ja. Hier so? Vielleicht? Auf dem Zippel hier? Ja, wahrscheinlich, wir müssen weit genug weg sein, betreff wahrscheinlich den Gebäuden hier. Oh, hier ist ganz gut, ja. Hier haben wir doch der Zippel ganz gut, ja, ja. Gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier unsere Station aufbauen. Und wenn wir da soweit sind, dann sehen wir uns wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.